Hallo, heute mache ich ein Tutorial, ein Assembly-Tutorial über den 3x3x6. Da es ein größerer Würfel ist, wird das etwas länger dauern. Ich habe ihn beim Auseinanderbauen direkt in die einzelnen Ebenen aufgeteilt, dass ich hier oben direkt die weiße Ebene habe, dann die zweite, dritte, vierte, fünfte und dann unten die gelbe Ebene, damit ich gleich das besser lösen kann. Das würde ich euch auch empfehlen. Das macht einen Unterschied zwischen der zweiten und dritten Ebene, weil wenn man sich die Steine anguckt, dann hat der hier eine wesentlich flachere Seite als die zweite Ebene. Erste Ebene wären dann die ganz großen Steine. Zweite Ebene sind die etwas breiteren Steine. Und die dritte sowie vierte Ebene sind die ganz flachen Steine. Das kann man sich daran gut orientieren, wie man zu sortieren hat. Dann gibt es halt überall dreimal rot, dreimal grün, dreimal gelb und so weiter und so fort. Ich habe dann als allererstes eine Seite abgebaut, das brauche ich später. Und die untere Seite dran gelassen mit dem gelben. Hier ist noch der weiße Wittenstecker drauf. Den lasse ich ab und habe jetzt hier das so erstmal hingestellt. Nun würde ich beginnen, dass ich die ersten drei Ebenen bilde. Dies mache ich aber nicht auf einmal, sondern ich bilde nur die ersten drei Kantensteine. Ich nehme mir die Kantensteine, nicht Ecksteine, drei Stück, und lager die übereinander, sodass die bündig aufeinander passen. Wir drehen die nicht so, dass es nicht passt oder so, sondern wirklich, dass sie übereinander passen. Dann müssten die bündig sein. Wenn wir diesen Dreierblock haben, können wir den hier einmal einsetzen. Wir setzen ihn ein, sodass er hier drin ist und stellen das Ganze wieder hin. Bei meinem 3x3x4-Tutorial habe ich es auf den Kopf gemacht, was glaube ich doch nicht so gut war. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich werde es jetzt eben hier so zeigen. Dann nehme ich, Orange nehme ich gleich erst. Erst einmal nehme ich Blau. Und wieder einmal müssen wir die richtige Reihenfolge beachten. Wenn diesmal Gelb unten ist, kommt hierhin grün als nächstes, also rot, grün, nee, rot, blau, orange und grün. Also machen wir jetzt neben rot hier auf die rechte Seite, weil unten gelb ist, blau hin. Hierzu bietet sich an, dass wir das hier festhalten und hier rein drehen, so von der Seite her. Dazu drehen wir den hier so schräg. Können ihn von hier in die Lücke einsetzen und dann dahin drehen, so nach unten drehen. Das ist so ungefähr die einfachste Methode. Jetzt haben wir schon zwei drin. Als nächstes kommt Orange. Nun nehme ich mir meinen orangen Dreierblock, bilde ihn hier. So. Und setze ihn als nächstes ein. Wow, jetzt muss ich aufpassen, weil mir gerade der Würfel ein bisschen auseinanderfällt. So, alles super. Jetzt habe ich hier schon mal so drei Säulen. Nun die letzte grüne. Ich packe wieder einmal die Steine so übereinander, dass sie bündig sind. Und muss nun die dritte, das mache ich am besten hier von ganz oben. Gucken, wie ich es am besten halte. Da ich hier oben einsetze, oben, und dann kann ich es gemütlich runterdrehen, ohne dass ich irgendwie Probleme habe, dass sie was anderes löst. Nun haben wir diese Dreiersäulen bis zur dritten Ebene und können jetzt die Ecksteine einsetzen. Ich nehme diesen blau-roten, gelb nach unten und kann ihn hier runterfallen lassen. Dann nehme ich direkt die zweite Ebene, pack die hinterher, drücke die etwas fest, sodass es passt. Und dann noch direkt die dritte Ebene hinterher. Dabei muss man ein bisschen aufpassen, dass man nichts zerstört. Nun geht es weiter, dass ich hier die orange Seite mit Blau bilde. Wieder einmal kann ich hier ganz einfach den so runterfallen lassen. Ne, das ist nicht der richtige. Der ist das. Somit haben wir jetzt hier schon mal eine Seite gebildet. Nun die andere Seite.
jetzt hier die roten rein. Rot-grün, ja, das ist er. Und den rot-grün. Und noch die orange-grünen. Dann hätten wir auch schon das gelöst, soweit. Das ist nicht der, doch, das ist der. Und noch der letzte. Somit hätten wir die ersten drei Ebenen gelöst. Nun nehmen wir uns diese Winkelsteine, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und die setzen wir jetzt ganz wichtig als nächstes ein. Wir setzen die so ein, dass das wie ein Kreis hier verbunden wird. Wir haben hier halt so eine Kante und hier. Und die verbinden wir hier zwischendrin. Dazu muss man die ein bisschen am besten auseinanderdrücken. Und dann kann man das einsetzen. Weiter geht's mit dem nächsten. Hier ist so eine kleine Erhöhung. Deswegen ist das, damit sich der Ganze hier nicht mitdreht, dieses Chor, sondern nur die ganze Ebene. Deswegen nehme ich diese Erhebung und tue die nach unten, damit sich später mein Chor nicht mehr mitdreht. Dann bleibt das an der unteren Ebene fixiert und wenn ich dieses Chor drehe, dreht sich die Ebene mit. Dafür ist die Erhebung da. Die tue ich nach unten, dann kann ich beim weiteren Zusammenbauen das besser einsetzen, ohne dass sich die ganze Zeit irgendwas mitdreht. Wenn, dann dreht sich die ganze Ebene mit, aber die kann ich gut festhalten im Gegensatz zum Chor. So, jetzt habe ich hier schon mal die ersten drei Ebenen gelöst. Geht es dann direkt auch mit der dritten Ebene weiter. Jetzt können wir ganz einfach die Steine hier einsetzen. Es empfiehlt sich, erst die Ecksteine einzusetzen und dann den Kantenstein. Dies hat den Grund, dass die Ecksteine so eine Vertiefung haben, die unter die Kantensteine drunter greift. Das kann ich mal bei der nächsten Ebene zeigen. Erst einmal bilde ich die hier zu Ende. So, jetzt haben wir hier schon mal so eine Ebene, die auch funktioniert. Die drücke ich runter, dass es hier eine ebene Fläche gibt. Ich kann es jetzt mal bei der Ebene zeigen. Die hat hier so eine Art Vertiefung, die hier drunter greift. Wenn ich runterdrücke, dann würde sich der Stein nach außen verschieben. Dies ist so eine Art Pop-Mechanismus, also so Anti-Pop-Mechanismus, dass da auch nichts auseinanderfällt. Deswegen setzen wir erst den Eckstein ein. Kantenstein. Eckstein können wir hier noch drunter schieben. Dann setze ich erstmal beide Ecksteine ein, also einen hier und einen dort, und kann von oben ganz sachte die drauf fallen lassen. Dies ist so womöglich der einfachste Weg, den Würfel zusammenzubauen. So, nun beim letzten, da habe ich schon das Problem, dass der Kantenstein den Eckstein rausgehoben hat. Erst einmal Eckstein runter und dann kann ich den Kantenstein am besten einsetzen. Vorführeffekt. So, jetzt aber. Nun wieder einmal etwas runterdrücken, damit mich hier drin so eine ebene Fläche entsteht. Und nun kommen wir zum letzten Schritt, dass wir die weißen Steine dort einsetzen. Warum man die einsetzen muss, erklärt sich schon fast von selbst. Brauche ich jetzt nicht groß erklären. Ich führe es lieber mal einmal aus. Und wieder einmal erst die Ecksteine einsetzen. Und dann die letzten beiden Kantensteine. Einen hier. Das Ganze jetzt ein bisschen auseinanderdrücken. Und den Kantenstein. Was ich als nächstes empfehlen würde, ist, die Schraube würde ich erst einmal hier einsetzen, in diese große Mitte. Denn da drin ist das eine Fummelarbeit, die wirklich richtig zu bekommen. Also, ich setze die erst einmal richtig ein, lasse dann die Mitte runterfallen, drehe erst gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. Ja. Und dann mit dem Uhrzeigersinn, damit ich auch ja nicht das Gewinde da drin zerstöre. Kann noch ein bisschen fester. Und nun haben wir den Würfel einmal wieder zusammengebaut. Ich hoffe, ich konnte helfen. Falls ihr noch Fragen habt oder Tutorialwünsche, dann könnt ihr die einfach hier unten stellen oder auf meiner Facebook-Fanseite. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch einfach mal einen Kommentar drunter schreiben.